willkommen bei Kfz40. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich sitze gerade in dem W124 und ich habe euch ja gefragt, sollen wir da mit einmal nach Marco Degenhardt einmal mal schauen, wie viel PS der noch nach 36 Jahren hat. Und ihr habt natürlich fleißig kommentiert. Über 400 Kommentare. Dankeschön dafür auf jeden Fall. Das könnt ihr natürlich immer so machen. Ich höre natürlich auf euch und wir fahren natürlich jetzt einmal nach Dortmund. Das wird sehr interessant. Das ist natürlich hier in dem W124 Viergang. Und ich muss sagen, der zieht null. Null. Aber es macht Spaß. Du kannst den Lenkrad nach links, nach rechts ungefähr 50, 60 Grad drehen und trotzdem fährst du geradeaus. Kennst du diese Filme? Aber du fährst geradeaus. Also bevor wir die Messung machen, schreibt doch mal bitte unter die Kommentare, was ihr denkt, wie viel PS der nach 36 Jahren noch haben wird. Was sagst du, Ale? 100. 100. Was sagst du, Mustafa? 140. Ich sage, wir haben hier 120 PS. 100, er hat doch 130 Original. Ja, also Original ist 130. So, ich sag 116. Du sagst 116, ich sag 120, du sagst 100. Ja. Wenn er dran ist, kriegt 20 Euro von dir. Bin mal gespannt. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich, wenn wir bei Marco Degenhardt sind. Der Marco Degenhardt hat was zu tun. Wir sind so lange in seinem Museum. Gucken uns das einmal an. Das ist schon geil hier. Habe ich immer noch auf Videos gesehen. Jetzt sehe ich es live. Geil. Lass einfach mal schauen. Schon geil, also was für Autos hier stehen, krass. Ich muss schon sagen, wenn man hier reinkommt und die ganzen alten Autos sieht, dann sagt man echt, wie geil es früher war. Ne? Und jetzt gehen wir auf den Prüfstand. Hi, grüß dich. Grüß dich. Da ist das schöne Ding. Du hast einen 124er mitgebracht. Genau, ich habe den jetzt mitgebracht. Ich wollte einmal, dass du den natürlich mal prüfst. Wir wollen ja wissen, wie viel PS das Ding jetzt hat. Mercedes typisch kann ich dir schon mal sagen, 124er genau. Oder 190er oder 126er, egal was. Alte Mercedes streuen immer leicht nach unten. Selbst die neueren, außer wenn wir zum Beispiel so Biturbos und sowas haben, die halten oder haben ihre Leistung. Aber Saugmotoren streuen immer nach unten. Immer. Das Ding ist doch einer ohne Cut, glaubst du, ne? Nachgerüsteten Cut, genau. Das bedeutet, 100 kW sollte er haben, 136 PS, 2,3 Liter. Fünfgang oder Viergang? Viergang. Oh, doch einer mit Vierganggetriebe. Ja, interessant. Wir stellen nochmal auf den Prüfstand und wollen mal gucken. Was ist denn der Tipp? Was gehst du davon aus? Also wir haben jetzt gerade alle getippt. Ich habe gesagt 120, er hat glaube ich 116 gesagt und der glaube ich 100. Was sagst du ungefähr so jetzt, je nach Erfahrung? Wie fühlt er sich denn vom Fahren her an? Geht oder schon echt sehr, sehr zäh? Also wenn man drückt, dann hat er schon Leistung. Ich sag 118. 118, 116, 118. 100, 120, das ist... Also, das sind alle knapp bei Sache. Ja, ich würde sagen, du den Schlüssel. Aber Zustand ist gut, ne? Ja. Und sehr, sehr interessante Nummer. Ist natürlich schade, wenn du jetzt so einen Motorswap machst, da ist die schöne Karosse natürlich mit dem Motor. Also, wenn das alles klappt, du machst ja erstmal nichts kaputt. Ich gehe mal davon aus, dass du, was hast du, 500er CL zerschlachtest du? Genau, 500er CL. Dann wirst du ja wahrscheinlich hier den Motor rausnehmen und die ganze Geschichte erstmal reinstecken, wie was überhaupt passt. Aber in den Autos gibt es ja einen V8-Motor, es gibt ja einen E500 oder 500e und einen E420, der ist auch V8. Genau. Also rein technisch sollte es ja passen. Ich weiß nicht, was bei den neueren Motoren größer oder was auch überhaupt ist. Das weiß ich auch nicht. Aber das wird dann auch kein Geheimnis bleiben für dich. Aber hast dir viel Arbeit vorgenommen. Definitiv. Ja, ich bin sehr gespannt, was der jetzt an Leistung macht. Ja, ich würde sagen, wir beide springen jetzt ins Auto, fahren im Prüfstand warm und das Auto. Die Druckanzeige ist keiner zu Hause, ne? Nee.
Mal geht der, mal geht der nicht. Ich glaube, irgendwo was geht. Vierte Gang, ne? Ich habe einen Warnlauf. So, was wir jetzt gemacht haben, ist die Drehzahl abgeglichen. Du siehst hier, ja, wir drehen jetzt 4000 Umdrehungen. 4000 Umdrehungen, dass wir das haben. Wir messen im vierten Gang. Wenn du 5 Gang Betriebe hättest, würden wir trotzdem im vierten Gang messen. Und da wir nur 4 Gang Betriebe haben, messen wir im vierten Gang. Ich kann dir schon mal sagen, wenn du im vierten Gang bei 4000 Umdrehungen willst, fahren wir 137 km/h, 138 km/h. Dass du das schon mal weißt, dass der Autobahn unterwegs ist, ohne Tacho. Das sind aber Reality 140 km/h. Merkst du auch, wenn ihr so rein sitzt, ist keiner zu Hause. Wir wollen es mal gucken, ich bin mal gespannt. 136 PS haben wir gesagt, das war ja 118. Generell die K-Jetronic oder KE-Jetronic, ja, ob Mercedes oder Audi, habe ich bis jetzt die Erfahrung gemacht, streuen immer nach unten. Aber das gucken wir uns jetzt einfach an. Dann zeige ich dir, wie wir im Messvorgang einfach, wie das bei jedem Auto hier abläuft. Haben wir ja unseren Motor oder Achse warm gefahren und auch den Prüfstand. Messfang natürlich erster Gang an und ich versuche immer so früh wie möglich hochzuschalten. Erste, zweite, dritte, vierte und wir beginnen die Messung bei knapp über Leerlaufdrehzahl Vollgas und halten uns jetzt einfach fest, bis wir entweder merke ich, dass der Motor nicht will, ja, oder ich gehe halt bis zum roten Bereich. Ich glaube, so alte Mercedes hat noch keinen Drehzahlbegrenzer. Ja. Jetzt merkst du schon, es passiert fast gar nichts mehr. Wir kommen gar nicht bis zu 6000 hin. Also, ich glaube, einer von deinen Jungs hat getippt, dass er weniger Leistung hat. Ne? Ich glaube, dass wir mit 118, 115 zu hoch liegen. Ja. Ich habe gerade jetzt gar nicht geguckt. Hast du gesehen, wie viel Topspeed wir haben? 190. 190 km/h und du merkst auf dem Prüfstand, wo ihr das ist kaum Widerstand auf der Straße würde ihr das unmöglich schaffen, aber das zeige ich dir vielleicht nach der ersten Messung, weil der will überhaupt nicht. Ich zeige es dir gleich auf dem Diagramm, siehst du es perfekt. Also da siehst du dann wirklich perfekt, was dein Motor macht oder auch die Radleistung. Lass mal den halt ausrollen, das ist jetzt die Schlupfleistung, die er errechnet und siehst, zeige ich dir gleich alles mal auf dem Diagramm, das ist sehr, sehr interessant eigentlich. Wir haben ja bis knapp, das war schon perfekt, wir haben ja bis knapp 6000 gedreht. Ich mach's mal ein bisschen so, das müsste perfekt sein. So, Marktanalyse. So, 110 PS kommen wir noch an. 110 Wert. Was hat der gesagt? Hat sich 116 hat sich. 116. Dann liegst du am nächsten dran. Und was mir hier auffällt, sehr, sehr, sehr untypisch, die Verlustleistung. Das ist hier unsere Verlustleistung. Ja. Und guck mal, wie die auf einmal ganz brutal ansteigt. Das habe ich so noch nie bei einem Auto gesehen. Okay. Das bedeutet, entweder die Achse ist wirklich extrem schwer. Jan, ja. Hast du das schon mal gesehen? Dass die Verlustleistung so hart ansteigt? Und das habe ich noch nie gesehen. Nein. Scheibenfeuer ist heiß. Das können wir aber auch noch mal eben schauen. Oh ja! Ah, hinten rechts. Die Scheibe an sich ist heiß, der Topf für die Dings ist. Das heißt, die Handbremse oder die Fußbremse? Die Fußbremse. Kannst du dich ja mal mit dem Hämmerchen bewaffnen und vielleicht noch mal ein bisschen vor die Bremse klopfen? Weil das ist natürlich ein Indiz, dass hier die Bremse hängt. Weil das ist die normale. Wir gucken uns mal an, was er am Rad abgibt. Das ist eine Radleistung und das, was ich meine. Cool, der hat ein gutes Drehmoment und auf einmal kommt überhaupt keine Leistung mehr. Wir sind dann oben raus, was am Rad ankommt. Also jetzt hier bei 5900 am Rad. 27 PS an. 27 PS. Ja, das Auto stammt ja auch sehr lange. Stammt jetzt schon lange. Die Bremse, guck mal hier, das ist wieder eine Rahmenleistung. Das darfst du natürlich jetzt nicht mit der Motorleistung wechseln, sondern das ist das, was die Räder auf die Rolle bringen. Okay, was der Motor über die Kraft. So, hier ist alles im Rahmen, 131 Newtonmeter finde ich auch gut, das ist wirklich viel. 71 PS, nur dann siehst du, dass er oben raus, entweder will der Motor nicht, das heißt, er bekommt keinen Sprit oder sonstiges. Nur das würde nicht zu dem passen, weil die Verlustleistung extrem hoch wird. Das ist genauso, wie wenn ich jetzt die Bremse treten würde.
deswegen glaube ich, dass da noch Leistung kommt, weil das Drehmoment von unten raus echt super ist. Weil 166 Newtonmeter ist für 136 PS jetzt nicht viel, ist aber auch jetzt nicht brutal zu wenig. Deswegen würde ich sagen, wir messen ihn einfach nochmal. Okay. Meinst du, wir machen einen zweiten Test machen? Das funktioniert nicht. Ja. Wir fassen mal jetzt. Wir machen jetzt einen zweiten Test und gucken, ob der jetzt besser, schlechter wird oder ob es dann wieder die Verlustleistung so hoch ist. Weil das macht mich ein bisschen stutzig. Aber springen wir ins Auto und dann gucken wir, das merken wir ja sofort. So, jetzt ist man nicht mehr auf die Bremse treten und gucken, dass es diesmal besser läuft. Ja, der stand ja 10 Monate, Marco, und ja. Ich glaube, ja, das kann dann gut möglich sein. Wobei natürlich alles neu war, aber auch früher. Wollen wir jetzt mal gucken. Ich merke das ja jetzt gleich selber, ob er freiwillig höher drehen will. Weil jetzt tut der Motor sich natürlich schwer, weil er unten aus dem Drehzahl kehrt. Aber in der Regel baut der Motor mit steigender Drehzahl mehr Leistung auf. Zu bewegen. Ich glaube, dass die Bremse frei ist, weil er rollt ja, wie du merkst, immer noch. Wenn die Bremse hängen will, würde er jetzt hier runterbremsen. Und ich glaube einfach, dass der Motor im Fehler, was mir gerade schon aufgefallen ist, wo ich hier drauf gefahren bin, ist, die Pumpe, die Benzinpumpe ist sehr laut. Ob die Benzinpumpe vielleicht einen weg hat, dass der Unruhen keinen Kraftstoff bekommt. Und das würde erklären, warum er so einen extremen Leistungsabfall hat. So, ja. Aber warum er so eine hohe Verlustleistung oben raus hat, das kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Könnte aber natürlich auch mit der Bremse zusammenhängen, weil wobei obenrum hängt die nicht und untenrum wieder nicht. Das geht eigentlich nicht. Aber wieder, wir haben jetzt mal eine zweite Messung gemacht. Wollen wir mal schauen. Also wir sind jetzt bis 204 km. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Ja, das ist egal. Wir drehzahlmäßig waren wir bei derselben. Also wir waren bei wieder knapp 6000 Drehungen. Wirst du gleich auch wieder auf dem Diagramm sehen. So, wollen wir mal schauen, was die zweite Messung hergibt. Oh! Da sind wir bei 116. 116 PS, aber trotzdem hat Ali gewonnen, ne? Nee, du hast gewonnen. Genau 116. Du hast 116, Marco hat 118 gesagt, ich 120. Guck mal, hier siehst du das. Also an der Verlustleistung liegt es nicht, sondern was ich mir vorstellen kann. Krass, da haben sie komplett heiß, also der hinter uns für den Sack gekriegt. Das erklärt natürlich hier hoch die hohe Verlustleistung. Aber die ist jetzt gleich wie im ersten Lauf. Hier siehst du das, also diese Linie zeigt die Verlustleistung. Aber die Motorleistung ist deutlich mehr geworden. Guck mal, das sind über 10 Newtonmeter mehr und 6 PS mehr. Wir gucken jetzt mal Radleistung, da kann man es immer genauer sehen. Da ist das Gleiche. Im ganzen Drehzahlbereich und also von vornherein, wo wir starten, nicht. Ich glaube einfach langsam, dass der Motor wirklich zusitzt. Ne? Weil du sagst, der qualmt ein bisschen. Ja, cool, das Ding in Ewigkeit rumsteht, von A nach B bewegt wird, ist ja bei unserer Fahrzeug nicht häufig anders. Ja, aber in 10 Jahren wird der kommen. Aber du musst dir vorstellen, es gibt, früher hat man das gesagt, also wo ich ein bisschen nur fast mein Alter, mein Vater hat mir immer gesagt, wo mein Mutters Auto, der ist nur Stadtverkehr gefahren, wir fahren immer der Autobahn zum Freifahren. Ja. Und genau das machen wir gerade. Das machen wir gerade, genau. Oder Jan hat gerade eine schöne gemacht mit Klopfen. Eigentlich könnte das, kann ich es mir nicht vorstellen, weil zum Beispiel, das hatte ich ja gerade gesagt, die Verlustleistung immer wieder die gleiche. Siehst du das? Die Linie liegt immer aufeinander. Das bedeutet, es hat sich definitiv was am Motor und also was verbessert. Entweder irgendwie der ganze Dreck hinten raus, der Jan sagte, der qualmt extrem schwarz, das ist beim Benziner eher untypisch. Wir machen jetzt einfach nochmal ein Späßchen und machen jetzt nochmal einen dritten Test und vielleicht nochmal einen vierten Test. Wir jorgeln den jetzt mal ein bisschen über den Prüfstand und fahren immer frei. Vielleicht kommen wir ja noch auf 120 PS. Wir machen jetzt mal einen dritten Test. Ja. 6 PS mehr und dann 10 Newton. Richtig. Ja. Also das ist schon krass. Aber ich muss auch dazu sagen, 10 Jahre wurde der Wagen kaum bewegt und davor hat es dann halt eine Rentnerin gehört und die hat die auch kaum damit gefahren. Also hat schon der Marco echt recht da, ist krass. Aber 6 PS mehr, mal schauen, ob wir vielleicht die 120 schaffen. Ja, dann spare ich mir die 20. Das ist jetzt keine Messung, sondern das ist einfach, dass wir fahren. Was mich jetzt mal interessiert, wenn man den jetzt mal einfach im dritten ein bisschen fordert, ob der dann auch obenrum so schwerfällig wird. Weiß ich. Also, dass das Getriebe so übersetzt ist, dass er obenrum nicht schneller soll. Also er wird quasi, oder die Reibwerte, Hinterachse, Differenziale, alle diese Sachen
werden halt hart gebremst. Also das ist völlig normal. Wir könnten den Wagen auch im dritten Gang zum Beispiel Leistung messen. Ja. Aber im vierten Gang hat der Motor mehr Zeit, sich zu entfalten. Besseres Gefühl gerade. Ich weiß nicht, ob das jetzt so vorkommt. Müssen wir warten, bis der Prüfstand steht, unsere grüne Lampe angeht. So, jetzt können wir die Messung starten. Erste, zweite. Für mich ist das ein ganz großer Spielplatz hier. Merke ich schon. Das weiß ich auch von den Videos. Ich mache schon wirklich viel damit. Dann wollen wir mal gucken, ob er sich wieder so schwer tut. Gänge, der vierte Gang ist sehr lang übersetzt. Was wir gleich noch machen, Interesse halber für mich, wir messen den gleich mal im dritten Gang. Dafür müssen wir die Drehzahlverhältnisse natürlich wieder ändern. Und dann messen wir das mal im dritten Gang, ob sich da irgendwas Grundlegendes ändert. Da wird die Radleistung, also nicht die Radleistung, sondern die Verlustleistung natürlich anders sein, weil nicht so viel Verluste in den Antriebsstrang verloren gehen. Kann sein, dass wir dadurch vielleicht eine bessere Messergebnis bekommen. Ja, wie man schafft.